Die Tage haben uns sehr geholfen, zusammenzukommen. Ich sag mal, durch Spiele gewinnen wir viel Kraft, viel Zusammenhalt auch. War halt schön. Leider hat es am Ende nicht gereicht, aber das ist halt nicht so wichtig, sage ich mal. Wichtig ist, dass wir da irgendwo zusammenfinden. Und die Woche war sehr, sehr intensiv, auch für die Jungs im Training und auch in den ganzen Spielen. Und ich sag mal, es war eine sehr gute Vorbereitung hier auf dem Olympiapark für uns. Ja, das kam ja für mich überraschend. Der Kian Soltanpur rief mich an und fragte, ob wir teilnehmen können an diesem Turnier. Habe ich gesagt, ja, wir haben zwar erst zweimal trainiert, aber wir wollen uns einspielen, nehmen das also an. Und dann lief das Turnier, ja, haben wir gegen Victoria Berlin verloren, gegen Zehlendorf unentschieden gespielt. Und heute haben wir uns als wirkliche Einheit präsentiert und ich denke, dass wir auch diesen Pokal heute verdient gewonnen haben. Ja, ich sag mal so, wir sind ja noch ganz am Anfang der Vorbereitung und ich denke mal, der Trainer und unser Trainerstab wird schon wissen, woran wir noch feilen müssen. Und wie gesagt, wir sind noch ganz am Anfang und da haben wir noch einiges vor uns. Ja, erstmal haben wir gezeigt, dass wir eine Mannschaft sind. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir sind kompakt aufgetreten. Wir haben ordentlich gegen den Ball gearbeitet. Aber der letzte finale Ball, der letzte Vertikalball, der kam in einigen Situationen nicht. Sonst hätten wir noch klarere Chancen herausspielen können. Da müssen wir dran arbeiten. Aber wir sind ja jetzt eine Woche erst im Training. Aber ich bin mit dem Stand, was heute gezeigt wurde, bin ich also zufrieden. Ja, es wird viel gesprochen. Es wird viel geschrieben über uns, was auch ganz normal ist. Aber ich sag mal so, wie gesagt, wir haben 12 neue Spieler, gute Spieler dazu bekommen. Die geblieben sind, sind halt natürlich vom alten Stamm und wir müssen uns erstmal zusammenfinden und dann schauen wir mal, was die Saison auch bringen wird. Ja, wir müssen da auch ein bisschen den Ball flach lassen. Ja, die Spiele müssen erstmal gespielt werden und dann zählt es halt am Ende, was dabei rauskommt und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz belegen mit leichter Tendenz nach oben und dann werden wir sehen, wie weit wir kommen.